Noch bis zum Ende der Sommerferien fährt auf der Panoramabahn zwei Umläufe des RE14. Dieser eine Umlauf verkehrt von TAI und verkehrt mit 111 und 5 N-Wagen. Der andere verkehrt mit Doppeltraktion Talent 2. Da der Stammstreckentunnel in Stuttgart zurzeit gesperrt ist und die Gäubahn ebenfalls, verkehrt zwischen Böblingen und Stuttgart im Halbstundentakt ein Zug über Stuttgart-Vaihingen über die schöne Panoramabahn. Bis Ende der Sommerferien Baden-Württemberg ist der Stammstreckentunnel gesperrt und so lange verkehrt TAI noch mit seinen Wagen auf der Panoramabahn. Zur Minute 47 ab Stuttgart sowie zur Minute 15 ab Böblingen verkehrt der TAI-Ersatzzug. Dieser ist sogar als TAI RE14 gekennzeichnet. Die normalen von der DB sind zum RE14 gekennzeichnet. Nun wünsche ich euch viel Spaß bei ein paar Eindrücken des TAI-Ersatzverkehrs auf der Panoramabahn. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo oder einen Kommentar freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bitte steigen Sie ein. Die Türen schließen automatisch. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges.